Herr Kandinsky, sagen Sie, wie sind Sie zur Kunst gekommen? Ja, verstehst du, Kunst ist für mich so eine emotionale Chose, ne? Ich hab in der Bildzeitung gelesen, dass wir jetzt hier Kulturhauptstadt werden, habe ich mir gedacht. Hör mal, Manni, leist auch mal ein Projekt an, verstehst du? Hör mal, Manni! Na, was denn? Können wir jetzt mal Feierabend machen oder was? Ja, komm, mach die Flatter. Ja, und dann habe ich gedacht, komm, wenn Kunst, dann aber hier Kunst für dich und mich, ne? Nicht hier so ein filigranes Rumgeficke hier wie der Dalli oder der Picasso, sondern was Handfestes, verstehst du? Und ja, wem das nicht gefällt, kann er ja nach Schalke gehen, ja? Ja, Herr Kandinsky, erzählen Sie uns doch einfach erstmal, was inspiriert Sie hier am Ruhrpott? Meine Inspirationsquellen. Ja, das liegt auch vorhanden, weißt du? Also, das ist ganz klar hier die Idylle, ne? Also, hier habe ich meine Ruhe, hier kann ich Kunst machen. Ich weiß, Ruhrgebiet, ne? Wo sollst du Kunst machen, wenn ich im Ruhrgebiet? Das ist das Savoir-vivre. Also, wie die Menschen miteinander umgehen, das ist so herzlich, so freundlich. Hör mal, Perle, ficken oder was? Hier kann ich einfach ich selbst an, hier kann ich Kunst machen, ne? Also, das inspiriert mich tierisch. Und? Nicht zu vergessen natürlich das kulinarische Können der Sterneköche hier im Ruhrgebiet. Naja, ich meine, klar, und hier geht's voran, weißt du, hier ist Fortschritt. Hier ist nicht irgendwie die Zeit stehen geblieben. Es wird ja immer viel von Strukturwandel gesprochen. Wo konkret sieht man ihn überhaupt? Ja, ich meine, guck dich hier mal um, ne? Also, liegt ja klar auf der Hand. Also Kumpel kann es nicht mehr werden. Mein Vater, ne, der war 45 Jahre mal Lochen unter Tage. Und ich mach Kunst. Ich meine, ist ein aufsteigender Ast, hier blüht doch alles. Das ist klar, ist der Strukturwandel gut. Was soll die Frage? Frau Schepers, Sie kennen ja Herrn Kandinsky sehr gut. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was über ihn. Nun wissen Sie, die Ruhr 2010, das ist ja so eine Art kreatives Sprungbrett für alle jungen und aufstrebenden Künstler hier im Revier. Und Manni Kandinsky, ach, das ist einfach, das ist was ganz Besonderes. Das ist, ja, wie soll ich das beschreiben? Das ist, ja, wissen Sie, das ist so eine Art neo-expressionistische, assimilatorische Avantgarde. Ja, und wissen Sie, es sind Künstler wie diese, ach nein, was sage ich, es sind Genies wie diese, die solche Ereignisse wie die Ruhr 2010 zu einem unglaublichen und beeindruckenden und vor allen Dingen unvergesslichen Ereignis werden lassen. Kritiker würden hier einwenden, hier werden einfach nur alte Pott-Klischees kommerzialisiert. Ja, hör mal, ich denke, toll, hör! Kommerzialisiert, du Eierkopf! Sag kein Stuss! Wir wollen hier zeigen, dass wir was auf dem Kasten haben, weißt du, dass wir vorangehen und nicht hier alle irgendwie noch in gestern leben und irgendwie Cola an den Pfoten haben, Mann. So einen Scheiß gebe ich mir doch nicht mehr.